darf sagen, das, was wir jetzt hier heute hier auf der Bühne gezeigt haben, in der Rathausgalerie, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von dem, was wir im Essener Karneval leisten und zeigen können. Wenn Sie mehr sehen möchten vom Essener Karneval, besuchen Sie uns bei unseren Veranstaltungen und natürlich auch möchte ich alle bitten, unseren großen Montagszug im Rüttenscheid zahlreich zu besuchen. Es ist viel durch die Presse gegangen. Ja, nein, Sicherheit, alles. Vertrauen Sie uns, liebe Karnevalsfreunde. Wir haben das seit vielen, vielen Jahren fest im Griff. Und deswegen würde ich mich freuen, Sie alle Rosenmontag in Rüttenscheid am Streckenrand zu sehen. Mit ganz, ganz viel Kamelle und hoffentlich tollen Wetter. Aber das werden wir noch sehen. So, dann darf ich zur Verabschiedung noch einmal den Herrn Gerz und den Herrn Wilkinson auf die Bühne bitten und das Kinderfreizentbad der Stadt Essen. Kurz und knackig. Ja, lieber Herr Gerz, auch ich möchte mich im Namen des Festkomitees Essener Karneval bei Ihnen bedanken, dass wir hier bei Ihnen wie immer so freundlich aufgenommen worden sind in der Rathausgalerie. Ich muss sagen, es ist sehr angenehm, das Zusammenarbeiten hier mit der Rathausgalerie und ich hoffe, dass Sie mit unserer Leistung heute auch zufrieden sind. Auf jeden Fall. Ich denke, ein Applaus ist es nochmal wert. Herzlichen großen Applaus nochmal für unser Kinderprinzenpaar. Ich glaube, wir können stolz sein im Prinzip auf so ein tolles Prinzenpaar. Auf die Arbeit, die hier wirklich gemacht wird, mit viel, viel Freude, mit viel Elan. Ich kann es einfach nur zurückgeben. Herzlichen Dank, dass ihr uns heute wieder besucht habt und wir freuen uns schon mit Ihnen auf die Zusammenarbeit der nächsten Jahre. Also, nochmal allerherzlichen Dank. Bitte. Natürlich müssen wir etwas ganz Wichtiges noch erwähnen, denn es ist nicht nur das kleine Körbchen an Hofmaterial hier vorne, was uns hier von der Rathausgalerie zur Verfügung gestellt wird. Es steht noch eine ganze Palette Wurfmaterial in den Räumlichkeiten hier, die hier von der Rathausgalerie, von der Werbegemeinschaft, soweit ich weiß, auch mit gesponsert werden für das Kinderprinzenpaar als Wurfmaterial für den Rosenmontag. Eine ganze Palette voller toller Markensüßigkeiten und da ist es auch nochmal ein ganz riesen Applaus. So, und das ist nicht nur von der Rathausgalerie, sondern auch vom Realmarkt hier in der Rathausgalerie mit gesponsert. Und ich würde sagen, wir marschieren jetzt aus, wir verabschieden uns in die heiße Karnevalsphase, in die Jecken, in die richtig Jecke-Zeit. Und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns am Rosenmontag wieder. Ich verabschiede mich und wünsche eine ganz tolle Karnevalszeit. Ihr Oliver Weiß. Dankeschön und Austausch.